Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Freitag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Europäer, lieber Christoph. Ich spreche heute zu Ihnen, ich möchte diese Laudatio aber als ein Geschenk an den Freund verstanden wissen, was mich gleichzeitig und als eine hinterlistige Absicht dabei von der Besprechung seines Lebenslaufes und irgendwelchen Projektaufzählungen vollkommen befreit. Und das haben Sie, Kollege Schulz, ja schon so wunderbar gemacht. Also kann ich jetzt hier mit vielleicht einem etwas ernsteren Aspekt starten. Uns kann niemand stoppen, rief Greta Thunberg in der vergangenen Woche vor den Vereinten Nationen, einen Tag nach den ersten weltumspannenden Protesten gegen die Klimapolitik der politisch und industriepolitisch Verantwortlichen auf dieser Welt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt spüren wahrscheinlich auch der letzte SUV-Fahrer, der letzte Hinterbänkler in unseren Parlamenten, auch der letzte Repräsentant unserer Demokratie, unserer Industrie, unserer Dienstleister, unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr oder weniger intensiv, dass eine Ära zu Ende geht. Die Ära des Verdrängens. Des Verdrängens der schon lange Zeit am Horizont heraufziehenden und schon lange klar erkennbaren Probleme wie der Erderwärmung, des rapiden Bevölkerungswachstums, der Überalterung unserer deutschen Gesellschaft, des weltweiten Fehlens von Trinkwasser oder der Verschmutzung der Meere, der Seen, der Flüsse mit Plastikmüll aller Größenordnungen. Dass sie zu Ende geht. Diese Ära des Aussitzens, die Ära der Verleugnung der Tatsachen, die Ära der Irreführung der Bevölkerung durch Politik, desinformierende Medien, die Ära eines nach meinem Dafürhalten schlichtweg inakzeptablen Wissenschaftsbetriebes, der seine Erkenntnisse lieber in englischer Sprache in amerikanischen Medien veröffentlicht, als sie in verständlicher Form denjenigen zu vermitteln, die diesen Wissenschaftsbetrieb durch vertrauensvolles ihm Übergeben ihrer Steuergelder überhaupt erst möglich machen. Ich frage, und das neue Klimapaket der Bundesregierung tut es ja auch wieder nicht, ich frage, warum erfolgt sie nicht diese klare Benennung der maßgebenden Fakten und die klare Benennung der Zusammenhänge zwischen diesen Fakten, die ja allesamt den Korridor definieren, in dem wir unsere Zukunft überhaupt noch gestalten können. Die klare Benennung der Fakten und der zwischen diesen Fakten wirkenden Zusammenhänge als Voraussetzung jedweder Demokratie und als Voraussetzung jedweder Wissenschaft. Vielleicht führt für viele heute der Blick nach vorn dazu, dass die Menschen die Zukunft nicht mehr denken wollen, weil es so ist, wie der Psychoanalytiker Paul Watzlawick in einem Vortrag zu Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts formulierte: Für unser emotionales Überleben brauchen wir eine Einsicht in eine sinnvolle Welt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass eine als sinnlos erlebte Zukunft das Leben unerträglich macht. Besteht Blochs Verzweiflung am Ende vielleicht in dieser Unerträglichkeit, der Sinnlosigkeit dessen, was seit langem am Horizont aufscheint? Non nobis ist der Titel einer der großen Reden Ciceros. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Oder beziehungsweise das, was wir tun, betrifft immer auch die anderen. Und ich füge hinzu, das, was wir tun, betrifft nicht nur uns und die anderen. Nein, es betrifft die Natur. Und lassen Sie uns die Erdatmosphäre als Teil der Natur verstehen. Es betrifft maßgeblich auch die Natur als das größte, das Leben ermöglichende System unserer Erde, diesem Raumschiff, das mit mehr als 100.000 Kilometer pro Stunde durch das Weltall rast und für das wir, die Terranauten, die Betriebsanleitung immer noch nicht gefunden haben. Natura mensura est, oder als Lateiner, non Deus neque homini mensura sunt, nicht ein Gott und nicht die Menschen, nein, die Natur ist das Maß aller derjenigen Dinge, die uns, die Menschen betreffen. Sie allein bestimmt das zulässige Maß unseres Handelns. Ohne eine intakte Natur, ohne eine intakte Atmosphäre gäbe es kein Überleben. Sie alle kennen, hoffe ich, denke ich, diese von mir errechnete und immer wieder hinausgerufene Zahl, diese Zahl, die wichtiger ist als alle Aktienindizes und Ölpreise zusammen, diese Zahl 2,6. Die Weltbevölkerung wächst pro Sekunde netto um 2,6 Menschen. Und wenn wir diese Menschen,
die pro Sekunde als Neuankömmlinge auf dieser unserer Welt begrüßen, mit einem bundesdeutschen Baustandard von 490 Tonnen pro Person versehen wollen, weil wir es sicher als unsere christliche Verpflichtung ansehen, allen Menschen eine gebaute Heimat, ein Dasein in Würde, ein Leben mit sauberem Wasser, gereinigtem Abwasser, einem Zugang zu medizinischer Versorgung, zur Bildung zu ermöglichen, so wie wir sie besitzen. Wenn dem so ist, dann müssen wir pro Sekunde 1300 Tonnen Baustoffe aus der Erde extrahieren. Wir müssen dieses Material zu Baustoffen verarbeiten, beispielsweise durch Erschmelzen von Metallen aus Erzen. Wir müssen Halbzeuge wie Ziegelsteine oder Stahlträge herstellen. Wir müssen das Ganze schließlich zu einem Bauwerk zusammenfügen. 1300 Tonnen Material pro Sekunde. Und selbst wenn wir dies alles unter Einhaltung der Ziele des Abkommens von Paris erreichen könnten, also einer linear degressiven Abnahme des fossilbasierten Anteils an unserer Energieerzeugung auf den Wert Null bis zum Jahr 2050. Wenn wir dies erreichen könnten, dann müssten wir infolge der mit der Herstellung derart großer Baustoffmengen getätigten Emissionen das Temperaturziel von 1,5 bis 2 auf 6 bis 8 im Jahr 2050 korrigieren. Dies aber bedeutet, in einfach zu begreifender letzter Konsequenz nichts anderes als unser aller Ende. Und wenn ich Ihnen jetzt noch zusätzlich aufliste, dass das Bauschaffen für nahezu 60% des Ressourcenverbrauchs steht, für nahezu 60% des Massenmüllaufkommens, für 40% der weltweiten CO2-Emissionen, ja, dass das Errichten unserer Bauten allein ohne deren Betrieb wie Heizen, Kühlen, Lüften bereits für knapp 20% der weltweiten Emissionen besteht, dass bei der Herstellung von Zement mehr CO2 emittiert wird als vom gesamten Weltluftverkehr, dann erkennen Sie die überaus große Verantwortung, aber auch den gigantischen Hebel, den die Bauschaffenden zur Beeinflussung unserer zukünftigen Lebensmöglichkeiten haben. Und wenn ich Ihnen schließlich noch aufliste, dass ein Weltbürger ca. 115 Tonnen an Baustoffen besitzt, also der Durchschnittsmensch, ein Bürger eines Industrielandes aber 335 Tonnen, also das Dreifache davon, dann wird evident, dass wir, ohne dass wir über Zukunft sprechen, dann wird evident, dass wir, um allen Menschen Zugang zu Schule, Bildung, ärztlicher Versorgung, sauberem Wasser zu ermöglichen, jetzt und hier die gesamte heute existierende gebaute Welt noch zweimal dazu bauen müssen. Und wiederum erkennen wir, dass dies nicht geht. Und wir erkennen, wir müssen zugeben, dass ein menschenwürdiges Leben für alle heute bereits Lebenden, wie auch für die zukünftig Geborenen, nicht möglich sein wird. Weil wir die Baustoffmengen gar nicht bereitstellen können und weil die mit der Herstellung dieser Baustoffe und dem Verbau getätigten, von mir als graue Emissionen bezeichneten, gasförmigen Abfälle das menschliche Leben auf unserer Erde schon bald unmöglich machen würden. Vielleicht besteht unsere Tragödie, die Tragödie der Menschheit darin, dass diese gasförmigen Abfälle, allen voran das CO2, durchsichtig sind. Wäre CO2 undurchsichtig, dann würden wir die andere Seite der Straße nicht sehen. Dann würden wir in aller Brutalität lernen, dass ein großer, kerngesunder, 50 Jahre alter Baum pro Tag gerade einmal 100 Gramm CO2 speichern kann, ein SUV pro Kilometer aber mehr als 300 Gramm emittiert. Was nichts anderes bedeutet, als dass man an deutschen Autobahnen, beispielsweise an der A8 in Stuttgart, pro Kilometer Autobahn mehr als 200.000 große, gesunde, 50 Jahre alte Bäume pflanzen müsste, um diesen einen Autobahnkilometer CO2-neutral zu machen. 200.000 Bäume. Was hat es also in der Zukunft auf sich mit dem, was wir, die Architekten und Ingenieure, zu tun, zu leisten haben, diesem Bauen als Produktionsversuch menschlicher Heimat, wie Ernst Bloch es formulierte? Und während man früher fragte, in welchem Stile sollen wir bauen, müssen wir uns heute fragen, mit welchen Materialien, welchen Technologien, wie groß sollen wir bauen? Wie erreichen wir minimalen Materialverbrauch? Wie bauen wir recyclinggerecht? Wie bauen wir mit Rezyklaten? Wie bauen wir emissionsfrei bei der Herstellung, dem Betrieb und dem Abbau?
mit welchen Materialien, in welchen Technologien, wie groß? Und trotz aller Behutsamkeit beim Verbrauch der Ressourcen, wie können wir vor diesem Hintergrund eine lebenswerte gebaute Umwelt schaffen, eine Umwelt, die nicht durch eine Entsagungsästhetik gekennzeichnet ist, sondern die lichtdurchflutete, mit frischer Luft versehene Räume schafft, in denen sich die Menschen gern aufhalten, die Stadträume schafft, die eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Auf der Suche nach dem »Wie geht das?« durchblättern und durchsuchen wir zusammen die letzten Jahrgänge der Hochglanzgazetten der Architekturbranche und wir erkennen, dass kaum einer unserer zeitgenössischen Heroen die genannten Fragen jenseits der Einhaltung von Energieeinsparvorschriften wirklich ernst nimmt. Ich spreche jetzt nicht von den Kämpfern im Kleinen, die ihren Beruf ernst nehmen, die um Verbesserungen kämpfen, geradezu missionarisch und doch relativ erfolglos, weil sie den Hebel nicht gefunden haben, weil sie nicht die richtigen Ingenieure haben, weil sie nicht die richtigen Bauherren gefunden haben und weil sie sich vielleicht in den deutschen Bauvorschriften heillos verfangen haben. Und ich spreche auch nicht von denjenigen, die Sandalen tragend und schwarz gewandet vom Hochland der Erkenntnis herabsteigen und verkünden, dass wir aufhören sollen zu bauen. Denn diese Forderung ist zumindest moralisch höchst unzulässig. Würde diese Forderung doch lediglich unseren eigenen baulichen Standard einfrieren. Aber wir verfügen ja bereits über 490 Tonnen pro Kopf. Nein, diese Maßnahme würde lediglich die 2,6 Netto-Neuankömmlinge auf dieser Welt ohne jedwede gebaute Heimat zurücklassen. Von denen spreche ich also nicht. Ich spreche von einem anderen. Einem, dessen Fleiß und Begabung mit dem Glück, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Ingenieure, die richtigen Bauherren zu treffen, zusammenkam. Einem, dessen gesamtes berufliches Schaffen von Anfang an durch ein unablässiges Ringen um eine andere Architektur, eine vor der Zukunft verantwortbare Architektur, um eine Architektur gekennzeichnet ist, welche die Menschen locker und hüllt und die sie, und das schafft er immer, ich weiß auch nicht wie, locker und fröhlich macht. Von den Anfängen des architektonischen Schaffens von Christoph Ingenhoven bis heute war es ein langer Weg, wobei es typisch für unseren Preisträger ist, dass er sich nicht mit Klein- und Kleinstprojekten aufhielt. Während also ein Hans Hollein 6 Jahre nach dem Diplom als erstes Projekt das Innere eines Kerzengeschäftes ausstattete oder ein Norman Foster sich an kleinen Industriebauten versuchte, begann unser Christoph Ingenhoven gleich einmal mit mutigen Wettbewerbsbeiträgen für Gebäude mit einer Bausumme von jenseits 100 Millionen D-Mark, die von der Jury leider nicht für die Realisierung ausgewählten, weitestgehend transparenten Hochhaus für die Commerzbank in Frankfurt beispielsweise. Den Auftrag für die RWE-Hauptverwaltung in Essen, ebenfalls ein Hochhaus, bekam er aber dann. Und so war der Grundstein für ein großes Büro, ein großes Team und für die Kooperation mit exzellenten Ingenieuren auf überregionaler Ebene gelegt. Die Zusammenarbeit mit Christoph Ingenhoven und mir begann unmittelbar nach dem Projekt RWE, also bereits 1994. Ich darf sagen, dass es eine von vielen, vielen Erfolgen gekennzeichnete Zusammenarbeit ist, war und bis heute ist, die schließlich auch in eine dicke Freundschaft mündete. Aber wie war das am Anfang? Nun, ich hatte mein Büro frisch gegründet, war frisch Professor geworden. Man nahm in Stuttgart morgens nicht den ersten, sondern den zweiten Flug nach Düsseldorf, fuhr mit dem Taxi in die Kaigasse und war pünktlich um 9 Uhr da. Alle anderen Ingenieure waren auch da, die einbestellten Mitarbeiter waren auch da. Wer nicht da war, war Christoph. Irgendwann gegen 9.15 Uhr trat Unruhe auf, dann begann typischerweise der Projektleiter, der bereits etwas verunsichert war, den aktuellen Stand der Planung zu erläutern. Gegen 10 Uhr war auch das erledigt, die zweite Runde Kaffee wurde eingereicht und das erste Brainstorming begann. Und die ersten Rückfragen vorsichtig tauchten auf, ob denn Christoph den Termin überhaupt in seinem Kalender vermerkt hatte. Gegen 10.15 Uhr, manchmal auch gegen 10.30 Uhr, tauchte Christoph dann auf. Ausgeschlafen? Naja, wen wundert es, es war ja mittlerweile schon lang nach 10 und zumindest für die kommenden Minuten gut gelaunt. Gut gelaunt, solange bis er die ersten Unvollkommenheiten in den an der Wand hängenden Plänen seiner Mitarbeiter entdeckte. Als ein zu Anfang etwas Externer konnte man dann schon darüber staunen, was jetzt folgte.
Über vier Dinge konnte man staunen. Erstens über die Geschwindigkeit, mit der er die Ungeschicklichkeiten oder sogar Fehler im Layout einer PKW-Parkierung in einer Tiefgarage erkannte oder zu lange Fluchtwege identifizierte. Und zweitens über die Geschwindigkeit, mit der er die Probleme löste. Beides ist natürlich Voraussetzung für die Bewältigbarkeit, für die souveräne Beherrschung großer und teilweise überaus komplexer, ja komplizierter Projekte, wie wir sie später so häufig zusammen gemacht haben, wie er sie im In- und Ausland gemacht hat, bis hin zum wahrscheinlich kompliziertesten Betonbauwerk aller Zeiten, dem Hauptbahnhof von Stuttgart. Und dann, drittens, staunte man über den bereits wenige Minuten nach Christophs Ankunft, über das jetzt nur ihm von der Sekretärin hereingereichte Getränk. Denn alle bekamen stets das Gleiche. Zudem gab es Nüsse, Obst und anderes Gesundes, also als Externer war man im Büro von Ingenhofen, Oberdick und Partner immer bestens und kerngesund aufgehoben und versorgt. Aber jetzt dieses mysteriöse Getränk für Christoph, dessen Farbe leicht changierend von Woche zu Woche zwischen hellgrün, sandfarbig und hellgrau wechselte, so dass man es selbst nie hätte trinken wollen. Über dessen Zusammensetzung aber auch nichts zu erfahren war, das bekam niemand angeboten. Und die Mitarbeiter wussten nichts über diesen Saft und die Sekretärin hielt dicht. Und so machten alsbald Gerüchte die Runde, auch außerhalb von Düsseldorf, dass es sich dabei um ein lebensaltersverlängerndes tropisches Substanz handelt oder um besonders geheime Fitmacher oder die reine Gesundheit als solche oder um alles zusammen. Und auch auf Nachfrage bei Christoph selbst bekam man keine wirklich erhellende Antwort und schon gar keine Bezugsquelle. Nun, wie auch immer, die Gerüchtelage besteht bis heute noch. Das Mysterium aber scheint seine Wirkung ja nicht verfehlt zu haben, wie man sieht. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, und viertens, nun gut, jetzt habe ich das Glück, dass ich über der ganzen Welt arbeite mit den berühmtesten Architekten unserer Zeit und alle haben stets einen Stift in der Tasche und ein kleines Notizbuch oder zumindest ein Blatt im Jackett. Aber bei Christoph staunt man darüber, dass er nie einen Stift dabei hatte. Und am Ende so einer Besprechung in Düsseldorf war ich dann immer meinen dunkelblauen, dünnlinigen Filzstift los, was alsbald dazu führte, dass ich zu diesen Besprechungen stets mit zwei Filzstiften anreiste. Das, was er aufzeichnete, begann meistens mit einer Grundrissdisposition. Die äußeren Konturen mäandrieren, den locker aneinander gehängten Kurven, im Inneren zumeist orthogonale oder gar manchmal radiale Linien. Christophs Ingenhofens Entwürfe zeigen eigentlich immer eine gebogene, eine gekrümmte Kontur irgendwo. Im großen Gegensatz zu den Entwürfen der Biomorphisten, der Blob-Architektur und so weiter sind sie bis auf Stuttgart 21 immer nur in einer Richtung und meistens im Grundriss als äußere Fassade gekrümmt. Das bringt ein Problem mit sich und löst ein anderes. Es bedarf schon einer großen Könnerschaft. Eine innere Büro-, Hotel- oder wie auch immer geartete Organisation, der typischerweise orthogonale Strukturen bevorzugt, so mit einer im Grundriss gekrümmten Außenfassade zu kombinieren, dass das Ergebnis nicht nur technisch bewältigbar, sondern einem Dritten auch konsequent und logisch erscheint. Ganz automatisch kommt einem bei der Betrachtung dieser von freien Linien überlagerten Orthogonalstruktur die Jacquard-Weberei in den Sinn, die es ja auch schafft, auf der Basis eines orthogonalen Kette-Schussfadensystems einfach gekrümmte Linien und Muster zu erzeugen. Die lediglich im Grundriss undulierenden Fassaden vermeiden aber auch das Grundproblem aller Biomorphisten, nämlich dass man an einer geneigten oder gar gekrümmten Wand nur mit großen Problemen ein Bild hängen oder einen Schrank stellen kann, ganz zu schweigen vom Problem der konventionellen Tür, die sich in einer geneigten Wand eingebaut, prinzipiell in 50% der Fälle nicht öffnen lässt. Das spielerisch Gekrümmte überlagert sich in Christoph Ingenhofens Arbeiten mit Transparenz. Diese Transparenz, dieses Innen nach Außen kehren und dieses Außen nach Innen holen, das wunderbare Licht- und Farbstimmungen erzeugt, die durch sorgfältig kombinierte Materialien, und hierbei findet man zunehmend mehr Holz in seinen Bauten, sowie Grün im Inneren und Äußeren kombiniert wird. Dies alles wird durch eine selbstverständlich wirkende Technik unterlegt. Avancierte Lösungen im Bereich der tragenden Konstruktion, im Bereich der Fassade, ebenso wie stets avancierte Lösungen im Bereich der Gebäudekonditionierung, also Heizen, Kühlen, Lüften,
Alles unter der Zielsetzung einer minimierten Auswirkung auf die Umwelt und die Atmosphäre. Bei gleichzeitiger Steigerung der Aufenthaltsqualität im Inneren. Aber ich korrigiere mich, bei Christoph Ingenhofens Gebäuden sollte man eigentlich nicht diesen spröden Begriff Aufenthaltsqualität verwenden. Seine Gebäude geben viel mehr. Sie beherbergen, sie umhüllen, sie umsorgen, sie umschmeicheln. Was will man mehr? Und dann dabei immer wieder diese großen Schritte nach vorne. Herr Schulz hat ja einige von schon aufgezeigt. Das RWE-Hochhaus als das erste Hochhaus in Deutschland mit einer Doppelfassade. Der Brise-Tower, der als erstes Doppelfassaden-Hochhaus in Japan mit CASBEE zertifiziert wurde. Das Hochhaus One Blight in Sydney, das als erstes Hochhaus Australiens erstmals eine 6-Sterne-Zertifizierung von Green Star bekommen hat. Swarovski Headquarters nutzt das Wasser im Zürichsee zum Heizen und zum Kühlen, das Rathaus in Freiburg als Plus-Energiehaus und vieles, vieles, vieles mehr. Technologische, gestalterische Avantgarde zum Wohl der Umwelt wie der Menschen. Was will man mehr? Es ist Christoph Ingenhofen wie kaum einem anderen gelungen, seine architektonische Haltung konsequent zu entwickeln und sie räumlich, stadträumlich, materiell und technisch so umzusetzen, dass gebaute Heimat in unverwechselbarer architektonischer Handschrift entsteht. Gebaute Heimat, die den Menschen umschmeichelt und die ökologisch verantwortbar ist. Die Sächsische Akademie der Künste hat Christoph Ingenhofen heute mit dem Semperpreis geehrt. Keiner, meine Damen und Herren, mit großem Abstand zu allen anderen, keiner hat diesen Preis heute mehr verdient als Christoph Ingenhofen. Vielen Dank.